Oh Gott. Verdammt nochmal, Mann, das gibt's doch nicht. Das ist nicht gut. Kommt schon, wir gehen zu Fuß. Ja, super. Mal gleich zu Fuß gehen können. Okay. Sieht so aus, als wären wir auf halber Strecke nach oben. Versuchen wir, nichts anzufassen. Oh, Scheiße, was jetzt? Komm rein! Warum sagst du sowas? Träger! Ja, und das heißt, wir müssen nach draußen. Na klar, das Wetter wird garantiert mitspielen. Das war übrigens sarkastisch gemeint. Wenn wir raus müssen, scheint das hier der beste Ort zu sein. Die Tür ist doppelt verriegelt, zwei Schalter. Machen wir das? Wir müssen sie anhalten. Dann können wir rüber. Hat schon gezogen. Gehen wir, Leute. Das war einfach. Gut. Wir müssen das wiederholen. Mehr Drohnen! Du kannst noch kriechen? Alles klar, die sind erledigt. Mann, bist du... Es muss doch einen einfacheren Weg auf die Dammkrone geben. Ja, gab es. Nannte sich Aufzug. Na, richtig. Gehen wir durch die Tür. Nannte sich Aufzug, ja. So gar nicht mal so im Unrecht. Hammer voll, ist klar. Wir haben super Waffe, Mulch, okay, nehmen wir den mit. Schau an, schau an! Was denn, schon wieder ein Doppelschloss? Ich kann sagen, passiert nichts. Aber doch. Oh. Hallo, ich hätte gern zwei Karten. Für was auch Marcus, immer. Wie viele Gears waren nochmal in dem Damm gefangen?
Ein paar Dutzend, das hat man uns jedenfalls gesagt. Oh. Ja, scheint eher so, als wären hier eine ganze Menge mehr gewesen. Würde mich nicht überraschen. Die Chor hat bei allem gelogen, was sie schlecht aussehen ließ. Klingt seltsam vertraut. Da wird's wieder ekelig. Oh, sogar mit Grünzeug. Mini voll, ja. Alles klar, gehen wir hier rein. Okay, das wird lustig. Achtung! Hinter den Ketten ist der Schwarm! Entdeckung! Passt auf die Ketten auf! Okay, jetzt reicht's mir. Es ist ja wohl offensichtlich, dass uns absolut ausnahmslos alles hier umbringen will. Passt auf, wo ihr hintretet. Okay. So rein. Kann man die eigentlich auch aufmachen? Nee, ne? Oh, das wird ja immer besser. Noch mehr Schwarm! Tun. Hey! Ihr wisst schon, was ich meine. Das kommt mir gerade recht. Oh. Moni? Eins. Wir haben jetzt im Dropshot. Sieben Schuss. So. Okay. Dann gehen wir weiter. Als kämen wir wieder raus. Hier haben wir voll, Okay. Jetzt sind wir mal über die. Nimm mir mal jemand!
Das sollte funktionieren. Jupp. Hat funktioniert. Tja, kacke. Hey, was ist mit der Turbine? Was soll damit sein? Wir fahren mit ihr hoch. Wie damals als Kind auf den Windmühlen. Weiß nicht. Hab ich nie gemacht. Pass auf. Okay. Okay, Del, du packst das. Das ist komplett irre. Eine interessante Freundin hast du da. Oh, Scheiße! Zurück, zurück! Dad, los! Okay, wir sind getrennt. Der eine rechts, die andere links. Geht schon mal vor, wir kommen nach. Jo, wir holen uns auch einen Kaffee. Also schön, Dad, klettern wir die Leitern hoch. Hast du noch mehr solche Tricks auf Lager? Im Moment gerade nicht, nein. Gut. Ach, Mist, hier oben sind die auf. Nicht mehr lange, legen wir sie um. Das ist hier das Stichwort. Das muss reichen. Hey, wir brauchen Hilfe. Ja. Da ist ein Häscher! Oh shit. Sie sind, desto tiefer fallen sie. Ah, wisst ihr, bis heute hatte ich das Sprichwort nie so richtig kapiert. Los, rein in das Rohr. Wir kommen der Spitze von dem Ding endlich näher. Dann sehen wir endlich auch, wogegen wir kämpfen, oder? Ja, das kann schon sein. Hilft mir mal jemand? Okay. Schau sich das einer an, kein Schwarm. Glaubst du, wir haben die alle ausgemerzt? Ich bin mal realistisch und sage, nein, wahrscheinlich nicht. Ich habe eines gelernt. Sie sind nicht weg, nur wenn man sie nicht mehr sieht. Gehen wir einfach weiter nach oben. Okay. Der Druck wackelt. Schwankt ein bisschen. Der Druck kann ja nicht wackeln, aber schwanken, ja.
Na endlich! Sieht so aus, als würde die uns bis ganz nach oben bringen. Los! Was ist los? Nicht runtergucken. Werde ich nicht. Super, dass du das dem sagst. Ernsthaft, guck nicht runter. Okay, ich krieg irgendwie langsam das Gefühl, du willst, dass ich runtergucke. Kommt schon, wir haben es fast geschafft. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Yeah, das wäre dann wohl geklärt. Das ist wirklich... Scheiß drauf. Wir gehen einfach runter. Okay. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Sollen wir auf Hilfe warten? Sie braucht uns jetzt. Hey, wenn wir diese Dinger nicht aufhalten, werden alle im Umkreis von 1000 Meilen sterben. Nicht nur deine Mutter. Fast alle, die mir was bedeuten, sind schon tot. Weißt du noch? Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass ich das sage, aber... Dad, kannst du ihn irgendwie erreichen? Nicht von hier. Glaubst du, es könnte von da aus funktionieren? Das könnte klappen. Dann sollten wir los, bevor die Sturmfront noch schlimmer wird. Wenn dein Freund uns nicht hilft, gehe ich zurück. Zur Not auch allein. Wenn er uns nicht hilft, dann werden wir mitkommen. Ja, den hätten wir ja gleich holen können, aber nein. Verflucht, müssen wir jetzt auch noch vor einem Sturm davonrennen? Wenn wir schnell über den Damm kommen, schaffen wir es vor der Sturmfront. Ja. Wenn wir schnell über den Damm kommen. Wenn. Oh, ach du Scheiße. Los, wir müssen vorwärts kommen. Geht's nicht weiter, wir müssen hier durch. Hier lang! Ja! Das ist mies! Wirklich richtig mies! Weiter! Los, wir gehen von Pfeiler zu Pfeiler! Das sind Drohnen! Da vorne sind mehr! Wir sind noch nicht fertig! Dort drüben! Verdammt, noch zwei von denen! Genau, was du schaust! Oh, cool! Wir müssen weiter, Leute! Alles klar. Eine Drohne weniger! Track.
nicht nach. Ja, und die Sturmfront wird immer schlimmer. Wir sollten das aussetzen. Das geht nicht. Wer weiß, wie lange der Sturm noch anhält. Ja, wer weiß, wie lange das noch so ist. Muni. Granaten, alles klar, mal voll. Gott verdammt! In Deckung! Shit. Lass rauf! Lauf! Und jetzt auch noch Drohnen! Mach sie weg! Und nun? Jetzt können wir rüber. Da ist ein Turm! Er hat sich eingegraben, kann ihn nicht treffen! Vorschläge! Hier da oben? Erledigen wir das Geschütz! Den Regen mit dem Schwarm ausgetrieben. Ernsthaft? Pass auf, Scharfschütze! Feuer! Leute, wir müssen los. Der Sturm wird immer heftiger. Yeah. Noch ein. Achtung, da ist ein Nest. Aufpassen! Du bist
Boah, die Einzelteile fliegen ja dann. Nimm das! Reines Nest! Gut, rein ins nächste Nest! Holla! Die Sturmfront ist hier! Los, los! Wir müssen zum Umspannwerk! Drin hier. Okay, wer ist noch dafür, dass wir erstmal hier drin bleiben? Ich. Genau hier. Das genau ist schon hier. Ironie. Oh. Ein Kraftwerk ohne Strom. Klar, das ist Mist. Technisch gesehen aber keine Ironie. Könnte sein, dass der Strom hier nicht ankommt. Dann müssen wir das reparieren. Wenn das Umspannwerk tot ist, ist es auch der Funkturm für die Verstärkung. Okay. Großartig. Muni ist immer gut. Wo gehen wir überhaupt hin? Spire. Ist das eine Chorbasis? Nein, eine Stadt. Ist seit Jahrzehnten verlassen. Hey, Dad, sieh dir das mal an. Der Schalter leitet die Hauptversorgung um. Jetzt haben wir hier und in Spire wieder Strom. Setzen wir den Funkspruch ab. Nein, zufällig liegt das natürlich alles auf dem Weg. Ne? Was haben wir hier noch? Nicht. Da wollte jemand unbedingt vermeiden, dass irgendetwas durchkommt. Hey, diese Transformatoren bringen mich auf eine Idee. Überprüf die Konsole. Vielleicht können wir die Kerne entlüften. Okay, Dad. Ich entlüfte die Kerne. Seht ihr das? Ein paar Schüsse auf den freigelegten Kern sollten reichen, um das System zu überlasten. Und erzeugen eine gewaltige elektrische Entladung? Die uns den Weg freiräumt. Ha, großartige Idee. Was ist denn mit großartigen Idee? Verdammte Scheiße! Okay, Dad, du hast das alles schon mal gemacht. Nein, aber nah dran. Komm schon. Die Sturmfront wütet noch immer. Wenn wir Glück haben, ist sie vorbei, wenn wir hier rauskommen. Dachte, wir hätten schon festgestellt, dass Unglück unser Truppenname ist. Marcus, deine Verstärkung. Wird sie uns wirklich helfen? Hab ihm beim Haus gesagt, dass ich vielleicht Hilfe brauche. Er wartet sicher schon ungeduldig am Funkgerät. Ja, ich schätze, wir müssen einfach nur abwarten, oder? Schon, okay, brauchen wir jetzt nicht.